Ramadan hat angefangen und das Fasten, also viele von uns wissen, dass das Fasten einfach gesundheitlich sehr, sehr große und viele Vorteile bietet. Ich habe die letzten Jahre immer Videos dazu hochgeladen, dass das Fasten auch nur gesundheitliche Vorteile bietet, wenn wir das richtige essen und uns ja, dementsprechend verhalten, dass wir unseren Körper bei der Entgiftung unterstützen. Weil das Fasten dient ja dazu, ein bisschen aufzuräumen. Immer dann, wenn wir hungern, in Anführungsstrichen, dann scannt der Körper seine Zellen und schaut, wenn es kranke Zellen findet, dass die entweder abgeworfen werden oder repariert werden, damit da nicht unnötig Energie verloren geht. Es gibt verschiedene Untersuchungen, wo man gesehen hat, wenn man Gorillas fasten lässt, dass ihr Fell stärker wird, also ihre Fellhaare wird glänzender und die bekommen mehr Haare. In der Natur ist es auch eigentlich so, dass Menschen nicht übersättigt sind, sondern dass sie auch mal Fastenperioden haben, wo es mal nichts zu essen gibt. Und dass es immer wieder das Immunsystem stärkt und einfach, ja, ich weiß, dass es da jetzt bestimmt einige gibt, die das nicht verstehen, aber es gibt genug Menschen, die sich damit befasst haben und wissen, dass es wirklich einfach unglaublich viele Vorteile hat. In Russland gibt es Krankenhäuser, die mit Fasten arbeiten. Ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland gibt, aber die auch Menschen dabei begleiten, in Anführungsstrichen in Heilung zu gehen, indem sie einfach fasten und erstmal nichts essen oder einfach nur mit Flüssigkeit arbeiten, also nur flüssiges Essen. In diesem Video geht es aber darum, wie du am besten dich selber jetzt durch die Fastenzeit begleiten kannst diesen Monat, um es dir einfach zu machen. Ich kenne genug Menschen um mich herum, die fasten und unglaublich leiden. Und dann, wenn ich sehe, was sie essen, denke ich ja kein Wunder, dass du leidest. Das Wissen fehlt einfach. Das Wissen fehlt, weil unsere Eltern haben schon so gegessen und unsere Vorfahren haben schon so gegessen, die wir halt noch erlebt haben, essen wir auch so. Das heißt, man isst den ganzen Tag nichts, trinkt den ganzen Tag nichts und abends wird sich dann einfach der Bauch vollgeschlagen mit einer Menge von Fleisch. Ich habe kein Problem mit Fleisch, aber Fleisch braucht sehr lange zum Verdauen. Kannst du auch essen, aber in minimalen Mengen. Das heißt, wenn wir die erste Mahlzeit zu uns nehmen, ist es die Mahlzeit, die sich die Zellen sofort greifen, um uns damit aufzubauen. Und unsere Haut, unser ganzer Körper braucht das. Also was könnte ich denn optimalerweise meinem Körper geben? Dinge, die vitaminreich sind, voller Mineralien sind, die meinen Körper unterstützen, anstatt zu belasten. Man kann zum Beispiel abends gucken, dass man so viel wie es geht flüssig zu sich nimmt, weil gerade dann, wenn man ganz viel feste Nahrung zu sich nimmt, Fleisch, Teigwaren, Frittiertes, liegt es sehr schwer im Magen. Es ist oft sehr, sehr gewürzt, das heißt, man hat dann extrem Durst, kann aber nicht so viel trinken, weil der Magen voll ist. Und am nächsten Tag ist das Fasten unglaublich schwer, weil man unglaublich großen Durst hat. Bei mir, was mir oft hilft, ist, dass ich zum Beispiel meine erste Fastenzeit damit breche, dass ich einen grünen Saft zu mir nehme, entweder er selbst entsaftet oder es gibt auch grüne Pulver, wo man dann mit Saft mischen kann, dass man dem Körper erstmal Mineralien gibt und ein bisschen Flüssigkeit gibt und ganz langsam startet, danach mit einer Suppe und danach irgendwas Deftiges, auf das man Lust hat. Oft ist man dann schon so satt von dem Saft und von der Suppe, dass man von diesem frittierten Zeug, von den Teigwaren oder was auch immer da man noch auf dem Tisch hat, gar nicht mehr so viel essen kann und das ist gut. Der Körper braucht nicht viel schwere Nahrung, der Körper braucht viele Mineralien, viele Vitamine. Was noch sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel Kokoswasser. Es gibt Kokospulver, ich kann euch da was verlinken, was ich selber benutze, oder Kokoswasser halt kaufen. Da sind Mineralien drin und das dient dazu da, dass einfach der Körper gut versorgt ist mit Elektrolyten, weil einfach nur Wasser aus der Plastikflasche trinken, sättigt nicht wirklich den Durst im Körper. Man braucht Elektrolyte und da gibt es verschiedene Sachen. Ich werde euch mal einblenden, was ich selber benutze, was ich ins Wasser tue, damit mein Körper wirklich versorgt ist mit Flüssigkeit. Das zum Thema Ernährung. Also darauf schauen, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt, nicht zu schwere Sachen nimmt. Natürlich sind wir alle gierig, den ganzen Tag nichts gegessen und dann ist es Zeit zu essen. Da würde ich auch am liebsten reinhauen und meinen Bauch vollhauen. Und das ist wie das Leben. Entweder ich bin gierig und hau mir das rein, habe danach Bauchschmerzen und liege dann einfach nur wie im Koma da und kann mich kaum bewegen und habe eigentlich voll viel Durst und kann gar nicht so viel trinken. Oder ich bin achtsam beim Essen, trinke erstmal meinen grünen Smoothie, meinen grünen Saft, ganz langsam an die Suppe herantasten. Und ganz achtsam mit meinem Körper in Verbindung bleiben. Gerade in Ramadan finde ich es sehr, sehr spannend, wenn man dieses Trockenfasten macht den ganzen Tag über und abends was zu sich nimmt. Wenn man wirklich achtsam ist, spürt man ganz genau, wie es den Hals runtergeht, in den Darm. Also man spürt sein Inneres, das spürt man richtig. Diese warme Suppe, dieser grüne Saft, das spürt
man einfach im Körper. Und bevor man da unachtsam und ohne hinzuschauen einfach sich alles reinballert, alles reinhaut, ist es vielleicht wirklich jetzt die Zeit, mal achtsamer zu sein und in sich reinzufühlen. Erstmal auch im Alltag. Beim Fasten kommen auch Themen hoch, es kommen auch Emotionen hoch. Deswegen ist es auch eine sehr für mich heilige Zeit, mehr in mich reinzuhören. Was ist da drinnen in mir? Was kommen da für Emotionen hoch? Wo ist da noch Wut? Wo ist da noch Verurteilung? Wo ist da vielleicht auch Verachtung? Kann ich damit bleiben und das für mich verarbeiten und in die Vergebung gehen? Ich weiß, es ist schon wieder so, sagen alle, es ist Ramadan, du musst vergeben, du musst gar nichts. Aber was du tun kannst, ist einfach achtsamer bei dir sein und auch achtsamer mit der Ernährung sein. Und zum Thema Ernährung noch einmal kurz, wenn man dann, oft wird man ja eingeladen oder ladet Menschen ein und dann kocht man natürlich, ich auch bei mir auch, ich koche dann dementsprechend das, was einfach die Gesellschaft halt so will. Ne? Da wird es halt viel Fleisch geben und viele Teigwaren und viele frittierte Sachen geben. Wenn man da halt mit reinhaut, ist es ja in Ordnung, es ist ja nicht jeden Tag. Es geht darum, dass du für dich die 90%, wo du halt vielleicht alleine mit deiner Familie zusammen am Essen bist, es dir so gestaltest, dass das Essen dir mehr Energie gibt, anstatt dass es dir Energie nimmt. Energiegebende Lebensmittel werde ich dir nochmal einblenden. Dazu gibt es, wie gesagt, auch Videos. Ich werde dir auch die Videos unten verlinken, wo ich zum Thema Ramadan nochmal ganz genau zeige, was ich esse, welche Rezepte am besten sind, die dich unterstützen. Also mach dir gar keinen Stress, mach dir nicht zu viel Arbeit, mach es dir einfach, deinem Körper einfach, deinem Mindset einfach, sodass du diese Ramadan-Zeit wirklich genießen kannst. Weil wenn wir fasten und das Fasten brechen mit Nahrung, die uns gut tut und Energie gibt, dann macht die Zeit wirklich Spaß. Also die macht dann wirklich Spaß. Aber wenn wir ständig leiden, der Bauch ist voll, Bauchschmerzen, Durst, leiden, 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 dann ist es kontraproduktiv, dann macht es einfach keinen Spaß. Man leidet, man kann krank werden und ist einfach nur erschöpft und ist froh, wenn der Monat rum ist. Und das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja die Zeit achtsam gemeinsam genießen. Ich wünsche euch eine gesegnete Ramadan-Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.